Beim letzten Mal hast du begrüßt, ne? Habe ich das? Dann bin ich dran. Verdammt. Dann brauche ich immer so lange, bis ich dann komme. Ja, irgendwie. Ja, nee, das ist aber wirklich wahr. Hör auf zu lachen im Hintergrund, ich darf mal nicht hören. So. Also, alle ruhig, ich fange jetzt gleich an. Oh, gib mir die Rüstung für die Drache als Sattel. Boah, das nehme ich mit rein. Was ein geiler Mod. Ich warte die ganze Zeit drauf, jetzt habe ich den Mod gefunden. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Talk mit mir Impi. Mit mir Impi. Und meiner Wenigkeit. Oh, das lasse ich auch drin. So, nochmal. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Talk mit mir Emmy und Impi. Und wir haben heute einen Gast bei uns wieder mal. Und zwar ist das die liebe Feechen. Hi. Und Impi, du darfst erklären, um welches Thema es heute geht. Mods für Arc. Du musst dieses Lachen immer noch verkneifen, ne? Ja, ein bisschen. Ach ja, schön. Ja, man wird ja auch nicht jünger, ne? Ja, Mods haben wir. Und da haben wir Feechen deshalb aus diesem Grunde dabei, weil sie auf ihrem Kanal ja auch Mod-Vorstellungen macht und sich eigentlich wirklich Bombe mit Mods auskennt. Also ne, Impi wird jetzt sagen, ja, Schleimer. Nein, aber Feechen hat echt Ahnung von Mods. Wenn man was wissen will, dann wendet euch an Feechen. Ja. Feche tut ja auch die Empire-Server zum Beispiel mit der Mods ausstatten und so. Genau. So, um mal anzufangen, was sind Mods? Feechen, du darfst anfangen. Grob gesagt, ein Mod ist einfach eine Zusatzfunktion, die einfach Arc in unserem Fall ja um irgendwelche Funktionen erweitert. Das heißt, neue Sachen reinbringt. Es gibt ja verschiedene Arten von Mods. Das Größte ist ja hier Maps. Komplette Maps, die eben ja wieder ein neues Spielerlebnis bieten. Weil das normale Arc hat welche Maps? Also ich glaube, original ist ja nur Island. Dann gibt es als DLC kostenlos Center und Ragnarok als Map, was früher auch Mods waren und dann von Arc direkt übernommen wurden. Und dann von den Arc-Machern als Bezahl-DLC, also wo man für bezahlen muss, ist Scorched Earth. Und jetzt Aberration. Genau, da freuen wir uns auch schon drauf. Da gibt es auch viele Themen, die wir bringen. Aber jetzt zurück zu den Mods. Genau, um das mal ganz so zu erklären, haben wir... welche nehmen wir denn da mal als Beispiel? Sagen wir mal, man hat ja hier von der S-Plus zum Beispiel. Im normalen Arc, wie läuft das da und wie läuft das dann, wenn man diese Mod hat? Wer will? Impi, du bist noch die ganze Zeit so leise gewesen. Bist du überhaupt noch da oder bist du schon mal vom Stuhl gefallen? Strukturen, das sind ja dann Strukturen, wo man reinbringt. Ja, aber auch dieses No-Collision oder so. Ach so, ja, dass das du dann... Das hat man im normalen Spiel nicht und bei dem, dann holt man sich die Mods und kann das somit praktisch... umgehen. Das muss ich jetzt leider korrigieren. Ja, bitte. Das war früher so, ist aber seit die No-Collision-Option in Arc selbst zur Verfügung steht, funktioniert das in S Plus nicht mehr. Das heißt, nur wenn man die Option im originalen Arc einstellt, also die von Wildcard zur Verfügung gestellt wird, nur dann funktioniert S Plus überhaupt noch in der Art und Weise. Ja, das ist, mein Stand ist auch etwas länger her, weil ich ja schon lange nicht mehr gespielt habe. Viele fragen sich, was machst du dann hier? Ja, ich bin halt Impi, ne? Bisschen auffrischen hier das Ganze. Aber die wirklich wichtigen Infos lasse ich andere geben. Nein, mal Spaß beiseite. Impi, du hast bis jetzt so wenig gesagt. Übernimm mal. Bei S Plus, um das wieder schön zu retten, hätten wir zum Beispiel die Funktion, dass die Kabel und Wasserleitungen in der Struktur innen drin verbaut sind, was man normal nicht hätte und ewig weit Kabelsalat machen müssten, um ja den Mod besser zu sprechen. Oder damals gab es ja, hatten wir ja letzte Mal beim Thema Züchten,
Man konnte die Wassertiere nicht züchten und da gab es das, bevor es das in Ark reingenommen wurde, gab es dann eine Mod, wo man das dann mitmachen konnte. Also Mods sind im Prinzip, um das mal kurz grob in einem Satz zu fassen, ich hoffe, ich kriege das hin, die können das Spiel verbessern, indem man damit Sachen machen kann oder erleben kann, die man im normalen Spiel nicht hat. Habe ich das Hilfsmittel. Ja. Hilfsmittel. Wobei man da auch achten muss, ne, dass sich je nachdem, wie viele Mods man hat, ob sich da die eine oder andere miteinander verträgt. Wo bekommt man Mods her, Feechen? Aus dem Workshop. Wie kommt man da tief? Auf Steam. Wie finde ich denn? Wenn man jetzt in Ark in der Bibliothek aufmacht, kann man da nach unten scrollen und dann steht da der Steam Workshop. Und ein schöner grauer Button Workshop durchsuchen, da kommt man dann direkt drauf und kann sich dann dort durch die einzelnen Modifikationen klicken. Na gut, jetzt suche ich aber was Bestimmtes. Kann man da dann irgendwie filtern oder Name eingeben oder sowas? Natürlich, es gibt einerseits ein paar Filter, die man einstellen kann. Wenn man jetzt weiß, man sucht einen bestimmten Strukturenmod, kann man direkt nach Strukturenmod suchen. Da gibt es so Unterkategorien, wo man sich einerseits durchklicken kann. Muss man aber mit vorsichtig sein, denn nicht jeder Mod ist da richtig gelistet. Da wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Man sollte sich als Server, jemand, der einen Server bereitstellt, sollte man darauf achten, dass welche Resonanzen der Mod hat, ob der aktualisiert wird. Und man sollte ihn vorher auch getestet haben. Fehlt da noch was? Oder auch immer gut, die Kommentare sind auch immer sehr hilfreich. Nicht alle, aber einige, weil dort halt oft geschrieben wird, ob irgendwas im Moment nicht funktioniert, ob mit dem letzten ARC-Update oder mit dem letzten Mod-Update irgendwas an dem Mod nicht mehr funktioniert, sieht man dort einfach am schnellsten. Also ich zum Beispiel, jetzt gibt es da noch, wie bekomme ich diese Mod von dieser Seite dann runter? Also da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die erste nenne ich, weil das mache ich jetzt für Faule. Ich mache es so, wenn ich einen Server betrete, wo ich die Mods noch nicht habe, betrete ich ihn einfach und die werden von alleine runtergeladen. So mache ich es immer, das ist einfach, da brauche ich nicht irgendwelche Seiten durchforsten. Mod runterladen für Faule, wenn du es als Spieler machst. So, und dann gibt es die andere Möglichkeit für den Server, die erklärt, aber nur ganz grob kurz angesprochen, Fähigchen eben. Also im Prinzip für den Server ganz einfach, man geht in den Workshop und abonniert den Mod. Und beziehungsweise, wenn man auf dem Mod drauf ist, gibt es jetzt zwei Varianten. Einerseits, wenn in der Beschreibung die Mod-ID drin ist, schreibt man sich die auf. Ist in der Mod-Beschreibung die ID nicht drin, macht man beim Mod einfach Rechtsklick und Seiten-URL kopieren, geht dann in seinen Standardbrowser, fügt dort diese URL ein und da ist dann hinten eine Zahl. Und diese Zahl, unterschiedlich lang, circa, ich weiß nicht, 8 bis 10 Zahlen sind es. Und das ist dann die Mod-ID in der URL. So, und dann gibt es ja im Singleplayer zum Beispiel, da kann man ja dann trotzdem sich den Server oder das Spiel so einstellen, wie man es gerne hätte. Und da kann man auch Mods installieren. Und das macht man dann aber in dem Spiel Ark, bevor man den lokalen Server betritt, oder wie? Genau, also dafür muss man den Mod abonnieren. Und wenn man in den Singleplayer die Option fürs lokale Spiel jetzt startet, kriegt man auf der rechten Seite die Mod-Auswahl angezeigt und klickt dann erst rechts unten auf den Mod und dann sind da zwei so Pfeile. Wenn man da draufklickt, wandert der Mod von unten, den man ausgewählt hat, nach oben und wird dann beim Starten auf dem Server draufgeladen. Genau. Hast du noch ein paar Kategorien, die du vorher kurz durchgehen willst, bevor wir auf Mods an sich eingehen? So von Einstellungen her oder sowas? Ja, immer in der Beschreibung, also wenn ihr einen Mod euch jetzt benutzt, immer schön die Beschreibung auch lesen, beziehungsweise auch im Diskussionenbereich nachgucken, was dort steht, denn oftmals haben Mods, kompliziertere Mods wie S+, viele Möglichkeiten, den Mod anzupassen.
Das funktioniert dann über die Game-User-Settings-INI und die Game.INI. Und dort findet man einfach meistens die genaue Beschreibung oder einen Link zu einer Seite von dem Modder zur Verfügung gestellt, wo man sich einfach dann über diese ganzen Einstellungen informieren kann. Ja, das zählt aber nur, wenn du nicht als Spieler, sondern wirklich als jemand, der selbst eine Mod auf einem Server bringen will. Wenn ich jetzt ein normaler Spieler bin und auf einen Server joinen möchte, der Mods hat, ja, muss ich da nicht so viel Kram über die INI und so weiter wissen, weil das haben ja die Leute vom Server gemacht. Jetzt würde ich gerne darauf eingehen, ich selbst bin ja eher mehr so Richtung PvE und da finde ich so Mods wie zum Beispiel, ja, halt eben Dekokram, damit es schön aussieht. Und da hat man so viele Möglichkeiten. Da gibt es hier Burgmods, wie heißt meine noch, die ich gerne habe? Nicht die. Eco. Ja, Eco gibt es auch. Ne? Das sind dann. Ach, der macht eigentlich alles, ne? Die Eco-Mods Ja. sind Pflanzen. Ach Gott. Schilder, Fahne, ja, Zelte, Genau, und viele haben Blume, leuchtende Blumen, keine leuchtenden, kleine, große, Bänke, Bette, Couch, ja. alles. Er hat ja auch sogar hier so Bäckerei und sowas, ne? Ja, das Neueste ist an Stallstrukturen und Deko. Ja, und hier Tavernen und solche Mods gibt es da. Und das sind Pimp so. my house. Genau, das sind so Sachen. Jeder PvP-Spieler wird sich jetzt am Kopf packen und sagen: Oh. Ja, wir haben mal auf einem PvP-Server Mods drauf gehabt, die ich extra, beziehungsweise die wir extra drauf gemacht haben, damit wir Events schön machen können. Und da wurde sich beschwert, warum wir die nicht runternehmen. Und da wurde sich richtig drüber aufgeregt und im Chat diskutiert. Und naja. Deswegen leckt es aber, weil der Mod drauf Genau, ist. genau. Aber wenn man sich die Basen damals angeguckt hat, die PvP-Spieler haben diese Sachen meist noch vor uns gebaut. Ja, das haben wir in irgendeinem Thema, was wir schon hatten, hatte ich das auch schon mal erwähnt. Es war ein Herzchenbett mal dabei Schreibt in gewesen. die Kommentare, bei welchem Thema sie das gemacht haben. Ein Herzchenbett. Und das haben die sich echt alle in die Base gestellt. Einfach nur, weil sie es ausprobieren wollten. Das hatte jeder PvP-Spieler in seiner Base stehen. Und Die haben bestimmt nur irgendeinen PvP-Grund gesucht. Pflanzen haben die sich auch alle, ne, Ja, um die drumherum und Base zu so. verstecken. Genau, und solche Sachen halt, ne? Und das sind so schlecht sind Deko-Mods eigentlich gar nicht. Und vor allen Dingen, wenn man dann so Events macht, man kann mega coole Gebäude bauen und jeder PvP-Spieler, der in ein Kolosseum kommt, um ein Gladiatoren-Turnier mitzumachen, der wird nicht reinkommen und denken, boah, mit was für Scheiß-Mods haben die denn hier gebaut? Nein, meine Erfahrung war, jeder ist reingekommen und hat in den Chat geschrieben, boah, wie habt ihr das gemacht? Das ist ja geil. Und ich habe zum Beispiel Impis Namen einfach nur mit Fackeln geschrieben in der Innenseite. Und da war jeder total drüber hinweg, ja, dass ne, schon alleine wie, Mögliches. genau, was da alles, man kann so viel schöne Sachen machen. Ja, in meinen alten Videos vom alten Kanal habe ich da einige Sachen von Events und so weiter, wo man das sieht, auch den Aufbau und die Deko. Gehen wir mal auf die PvP-Mods in. Genau, Pimp my Dino. Ach du. Gott, haben die Dinos geil ausgesehen Da damals. musst du machen, weil welche Mods sind da eher wichtig für PvP-Spieler? Also meine zwei Favorite ist Pimp My Dino, was heute leider nicht mehr geht, aus Spawngründen. Und Many New Item, Alter, was geile Waffen da rauskommen sind. Ja, erklär, was findet man da drin? Also die Fabricated Sniper, nur viel schlimmer, viel stärker, also eine Waffe von der Reichweite her viel weiter, konnte man da schießen. Und der Schuss hat dann noch so prozentualer Schade gemacht. Also, wie wenn du eine Fleischwunde mit der Kugel gerissen hättest. Und allein der Ton beim Abdrücken, der Knall, Wahnsinn, einfach nur. Ich vermisse das Ding. Wobei auf PvP, für PvP sind Mods, die haben, müssen Funktion haben, ne? Also da ist nichts mit schön und Und ich so. muss halt da leider sagen, dass meistens solche Mods wie die zwei zum Beispiel genannte
recht OP sind. Wenn man da bedenkt, dass man eigentlich auf Server haben will, wo jeder die gleiche Chance haben will, oder ich gehe davor aus, dass man das wollen, dass der Server fair ist, sind solche Mods meistens nicht angebracht, obwohl sie mega geil sind. Im PvP sind meistens eher die kleineren Mods sogar beliebt, wie Boar Water Kit, wenn S Plus nicht auf einem Server drauf ist, wo man einfach überall Wasser zieht. So, Kippeltisch. Oder Kippeltisch. Mini Industrial Forges, die meist ein bisschen schneller brennen und einfach kleiner sind. Ist auch immer wieder gefragt, weil die normale Industrial Forge ist ja 6 Wände hoch. Obwohl man auch sagen muss, hier zum Beispiel diese Coins, ne? Weil, ich weiß jetzt gar nicht, ob die noch funktionieren oder nicht. Aber das war zum Beispiel, es ist eigentlich kein wirklicher PvP-Mod. Der gehört eigentlich wirklich mehr in den PvE-Bereich, finde ich. Und trotzdem, dadurch, dass man auf eurem Server zum Beispiel damit was kaufen konnte, wurde das natürlich auch benutzt und war sehr wichtig in dem Moment auch, ne? Was viele auch vergessen, einer von der allerwichtigsten Mods, und der Mod ist echt auf jedem Server, Stack Mod. Gibt's auch verschiedene Arten von Stack Mods, klar, aber irgendeiner von den Stack Mods ist immer auf einem Server. Ja, kurz erklären, wenn ihr Mods erwähnt, kurz erklären. Der Stack Mod, ich nehme das beste Beispiel, Primate ist im normalen Spiel einmal in eurem Inventar. Finden ein zweites ist das nebendran als separater Stapel. Und das Stack-Mod würde jetzt zum Beispiel die zwei zusammen auf einen Stapel, dass es quasi ein Slot im Inventar ist und nebendran oben im Eck die zwei zu sehen ist. Das macht das Stack-Mod. Ihr könnt mehr Sachen in eurem Inventar schleppen, weil sich auch dann der Gewichtswert verändert oder die Haltbarkeit. Was ist bei den meisten Servern gleich? Was haben die meisten Server gleich drauf? Glasmetall, ne, glaube ich, oder? Schon mal einer von denen. Stack Mod auf jeden Fall. Ja, zähl ruhig kurz auf, was da alles ist. Oder Fähchen. Also, es ist auf jeden Fall Stack Mod immer drauf. Meistens, wenn. Meistens S Plus. S Plus, Arc Automated ist mittlerweile sehr beliebt. Ich hätte jetzt einfach allgemein gesagt Struktur, also S Plus wäre jetzt die Struktur, der Stack Mod, irgendwas Besonderes noch, nehmen wir mal die Coins, für eine besondere Spielmechanik hinzubringen, vielleicht Cute Hair oder anderer Skin Mod, ja. Teleporter oder Stargates. Teleporter oder Stargate, ja, so Spielerei. Oder halt Classic Flyer stattdessen. Ja. So, welche sind eure Lieblingsmods? Ich habe schon gesagt, alles, was mit Deko zu tun hat. So, was sind eure? Egal in welchem Bereich jetzt. Maps. Ich finde die verschiedenen Maps cool. Vor allem, wenn sie einfach was Besonderes haben. Jeder Map-Macher macht irgendwas, wo speziell ist, wo nett ist, wie auf jeder anderen Map. Und genau das suche ich auf Karten und genau das finde ich halt am coolsten. Was du auch nach und nach jetzt in deinen Vorstellungen auf deinem Kanal zeigst, richtig? Genau, ich habe ja jetzt schon die ein oder andere Map präsentiert. Und einfach das gewisse Etwas, das ist das, was ich halt immer suche. Als Admin finde ich persönlich die Zelur ziemlich cool, weil gerade als Admin hat man seine eigene Regel auf seinem Server und der Zelur-Mod baut Fenster auf, wenn man spawnt, wo man alles niederschreiben kann. So sind die Regeln, so ist das Verhalten auf dem Server und so ist der Server eingestellt. Und das alles als Schriftform informativ direkt auf dem Server. Mega geile Mod. Oh, wo wir da auch schon bei sind, sind zwei Sachen. Einmal für das Thema Admin, der ACM-Mod. Kann einer von euch gleich mal was zu sagen? Und ich denke, dieses, wenn man spawnt und dann hat man da die Möglichkeit, Informationen sowohl über den Server, über die Regeln und so weiter, was man da hat, ne? Und auch, wo man zum Beispiel im TS hin kann und so weiter und so fort. Mhm. Wie heißt das? Das ist der Zelur. Ach, das ist der. Ja, da hast du recht. Der ist auch mittlerweile, das war. Das hat gedauert, bis sowas kommt. Ja, und auf jeden Fall, der ist mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken, ne?
Na, also Und auf unserem Server nicht. ACM für Admins, wer möchte da hin? Ist Admin-Fernbedienung, Hilfsmittel für Befehle hinzugeben. Also ich und Emmy und so, wir sind noch alteingesessene Admins. Wir haben mit ewig lange Befehlszeile gearbeitet und dann hat sich irgendein Modder gedacht, ich mache das mit Klicks. Und ja, du spawnst da dass deine Name drin, dann wird dein Charakter kurz gescannt und dann kann man deine Mod mit ein paar Tastenkombis aktivieren, da baut sich ein Fenster auf und dann kann man einfach auswählen, ich möchte Rex, Level 180, weiblich, jetzt bei mir spawnen. Klick, fertig. Getamed, Und nicht getamed, ne? richtig. Und Weiblich, nicht weiblich, geht das so? erledigt. Ja, Ja, und geht alles. wir müssen Zahlen noch schreiben, ne? Wir hatten ewig lange Zeile, ja. Obwohl ich sagen muss, dass du manchmal schneller bist mit deinem Kopf und deinem Schreiben als wie dieser Mod. Ja, aber das ist ja, ich würde es fast so vergleichen wie mit damals der Pokémons. Ja, man hat das immer um den Kopf drumherum und muss das ewig und tausendmal ingeben oder ja, und dann bleibt das einfach drin. Also die Befehlszeile, wie man jetzt zum Beispiel Rocket Launcher ins Inventar spawnt, ja, Gif-Item, Number 3, A-Mol, Qualität 0 und kein Blueprint, ja. Ja, und bis du das in deinem ACM rausgesucht hast, Waffe, Weapon, Schusswaffe, Fernwaffe, Raketewerfer, hab ich schon Er hat noch eingebt. nicht die Suchfunktion entdeckt. Dort gibt man einfach einen Ich bin immer noch Raketenwerfer. schneller. Wenn du oben deine Filter aussuchst, bin ich immer Ja, noch schneller wie du. das stimmt. Das muss man einfach mal sagen. Genauso ist, ich meine, hat jetzt nichts mit Mods mehr zu tun, aber Impi weiß sofort, wenn man sagt, Impi, welche Nummer hat, keine Ahnung, Holz? Nur Holz 7. Der hat die Zahlen alle im Kopf, wirklich alle. Und da die kommen wie aus der Pistole geschossen, bis man die gesucht hat, da fragt man lieber Impi. Und das fängt natürlich irgendwann an, ihm zu nerven, weil er vielleicht gerade was anderes zu tun hat. Aber Oder ich davor ausgeht, die Person müsste eigentlich die Nummer wissen. ja, genau. Nee, aber ansonsten, ja, zum Thema Mods, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ist da noch irgendwas? Ich glaube, Feechen hat sich ein paar Notizen gemacht. Also bei Mods muss man halt auch immer vorsichtig sein. Das ist halt ganz einfach. Vor allem bei Strukturmods. Weil wenn irgendwas mit dieser Mod einmal nicht mehr funktioniert und sie muss vom Server genommen werden, ist alles, was mit dieser Mod Autsch. gebaut wurde, weg. Unwiederbringlich. Also das ist einfach weg. Und genau das Problem entsteht auch, man muss halt jeden Mod erstmal einzeln testen. Wie funktioniert er? Was kann er alles? Und funktioniert es so, wie ich das möchte? Und wenn man dann jetzt zum Beispiel auf seinem Server mehrere Mods haben will, dann ist halt auch wieder die Frage, funktionieren diese Mods überhaupt zusammen? Ganz wichtig ist das bei Tieren. Also wenn Tiere verändert werden, muss man sich sehr genau mit der Beschreibung zusammen auseinandersetzen. Weil viele Tiermods müssen als erstes geladen werden. Werden sie nicht als erstes geladen, funktionieren sie nicht. Und viele Tiermods funktionieren nicht zusammen. Das ist halt, deswegen muss man sich da wirklich reinlesen, zur Not auch in den Kommentaren fragen bei den jeweiligen Mods. Und da können in den Kommentaren einem geholfen werden, Gut, das ob ist die Mods jetzt, funktionieren. sorry, wenn ich dich unterbreche, das sind jetzt aber Informationen, die Leute betreffen, die einen eigenen Server irgendwie aufsetzen oder ne, irgendwie, keine Ahnung, ja gut, Lokalfunk ist das auch schon lokal ein auch, ne, Fehler. ja. Wenn du jetzt als Spieler einfach nur da bist und irgendwo joinst, musst du dich damit natürlich nicht auseinandersetzen, sondern im Idealfall sollten es die Admins des Servers getan haben. Ihr wollt, dass wir näher auf das Thema eingehen? Dann lasst es uns wissen. Office-Server haben keine Mods, wollte ich nochmal sagen. Da gibt es das nicht. Da gibt es nur DLCs. Genau. Ja, das hat ARK tut nach und nach ja in ihr eigenes Repertoire Mods einfügen, wie zum Beispiel den Deathfinder. Was ist das? Also es gab früher eine Mod. Wenn man da drauf gedrückt hat, hat die einen zu seiner Leiche geführt. Und mittlerweile, wenn man stirbt, kommt ja ein grüner Strahl in den Himmel geschossen, wo die eigene Leiche zu finden ist. Sieht das auch nur der Spieler, der gestorben ist, oder sehen Ja, das auch andere? das sieht nur der Spieler, der gestorben ist, wo seine eigene Leiche ist. Und das ist halt ein Mod, der eben von Wildcat halt auch mit übernommen wurde. Oder halt eben zum Beispiel diese Fische. Hier,
Lebewesen züchten, paaren. Das war vorher nicht drin, das ist jetzt in Ark selbst auch reingenommen worden. Also die sehen schon nach und nach, welche Mods da wirklich nötig gehypt sind und gehypt werden, genau. Ja, ich denke mal auch von Glasmetall, die Greenhouse-Strukturen, wird ja auch vom Glas übernommen. Ja. 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 Ich würde sagen, wenn ihr noch was wissen wollt oder wenn ihr sagt, das war noch nicht, könnt ihr mal eine Mod oder so. Wir müssen da auch so ein bisschen immer gucken, wenn es um Mods geht und konkret über bestimmte Mods. Da müssen wir uns dann immer mit Feechen absprechen, weil sie halt eben diese Mod-Vorstellungen immer alle auf ihren Kanal macht. Und da müsste man sich absprechen. Zur Not, keine Ahnung. Schreibt trotzdem in den Kommentaren, haben wir was vergessen, haben wir irgendwas falsch gesagt, wollt ihr irgendwas anderes darüber noch wissen, dann ab in die Kommentare damit. Und Impi, was sollen die auch nicht vergessen mit dem Daumen? Liken. Richtig, schön liken. Mitmachen halt, sich beteiligen. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.